abgesagt. Es gibt kein Zurück. Ich weiß. Er hat gesagt, dass du weggehen willst. Und jetzt macht ihr euch Sorgen. Nimm mich mit. In guten wie in schlechten Zeiten. Bist du eigentlich mit dem Raubdezernent? Sehr froh. Sonst wärst du mitgehangen, mitgefangen. Du musst dir wohl dankbar sein. Aber hallo. Weißt du, wie das geht? Sie haben echt gedacht, du machst mich an. Du warst sehr glaubhaft. Naja, andernfalls hätten sie es durchschaut. Die Panther sind gefährlich. Ja, ja. Deswegen habe ich auch so eifrig mitgemacht. Ich meine, das mit meiner Hand auf deinem. Aus meinem Hintern? Ja, schon okay. Mich hat seit Mai kein Mann mehr angefasst. Gibt's Nachschlag?
werden Sie kommende Saison auch wieder behaupten. Aber Sie können es nicht belegen. Ein Untersuchungsausschuss? Es wird keinen Ausschuss geben. Was denn? Ja? Ich bin Sager. Stepan. Was gibt's? Goran ist tot. Was? Wir wurden um 10.17 Uhr alarmiert. Seit 10.43 sind unsere Ermittler vor Ort. Sobald wir erste Täterspuren haben, wird dich das Dezernat informieren. Ganz Kroatien fühlt mit dir, Dragan. Ja, ich danke dir, Stefan. Also 17 Stunden. Die Tatzeit muss gestern Abend vor 18 Uhr gewesen sein. Oh. Aufgebrochen? Nein, geöffnet. Keine Fingerabdrücke, auch nicht auf dem Bild, was abgenommen wurde. Hier ist alles picobello sauber. Ist das Wochenendhaus. Keine Nachbarn, keine Zeugen, keine Einbruchsspuren. Entweder hat er seinen Mörder mitgebracht oder ihm aufgemacht. Handy gecheckt? 48 Stunden, nichts rein, nichts raus. 48 Stunden. Schick's mal ins Labor. Goran Trevic war vor dem Krieg die große Hoffnung von Hajduk. Hübscher Kerl. Jetzt nicht mehr. Damals. Hing über meinem Bett. Der? Als Poster. Macht mir beruflich. Hauptberuflich so? Lavendelöl. Die Handseife auf dem Klo. Der alte Trevic schon Bescheid? Bilic hat es übernommen. In seiner unnachahmlich sensiblen Art. Du bist jetzt nicht allein. Ich bin für dich da. Auch wenn du also, falls du dich nach einer gewissen Zeit wieder binden möchtest. Ich will, dass du weißt. Es wird dir nie an etwas mangeln, Jasna. Doch. An Goran. An deinem Sohn. Geschlossen. Verständlich. Wir melden uns später nochmal, ja? Nein, bleiben Sie hier. Gut. Ist das okay für Sie? Ja. Ja, bitte. Ich bin Kommissarin Branka Maric. Das ist Kommissar Emil Perica. Ermittlungsstand. Ihr Sohn wurde gestern vor 18 Uhr in seinem Wochenendhaus erschossen. Der Wandsafe stand offen. Also Raubmord. Raubmord ist das Einzige, was Sinn macht. Aber es war nichts in dem Safe. Wusste Gorans Mörder ja nicht. Goran hat ihn überrascht, als er den Safe aufgebrochen hat. Der Safe war nicht aufgebrochen. Dann hat er ihn gezwungen, die Kombination preiszugeben. Wer hat den Schlüssel zu dem Haus? Ich, Goran und die Reinigungsfrau. Und du auch? Sicher. Wieso? Es gab keine Einbruchsspuren. Wozu Einbruchsspuren? Der Täter ist ihm zum Haus gefolgt, hat ihn an der Tür bedroht. Oder hat einfach geklingelt. Er hatte eine Waffe. Es war Raubmord. Komm, wir bringen ihn raus. Komm. Nein, nein, ich will ihn noch mal sehen. Und du kommst mit. Bitte. Ja. Finden Sie das Schwein? Den, der ihn auf dem Gewissen hat. Ich fahre Sie nach Hause. Nein, Sie lassen Sie in Ruhe. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an mich. Übrigens geschätzte 20 Jahre nicht mehr auf dem Fußballplatz. Völlig untrainiert. Ach ja, und er hatte 1,4 Promille im Blut. Frage ist, was war im Safe? Er wurde geöffnet, nicht aufgebrochen. Keinerlei
Tötungsspuren. Keine. Seine Haltung spricht eher dafür, dass er den Mörder kannte. Gut. Wir brauchen Fakten. Unser Dezernat wird wieder konstant über die Ermittlungen informiert. Der Fall hat nationales Interesse. Wenn Sie was vom Fußball verstünden. Kommissarin Maric besitzt eine Dauerkarte für Heidung. Dann weiß sie ja, was wir Dragan Trebić verdanken, nicht wahr? Jo. Nur, er wurde ja nicht ermordet. Weiß hier jemand irgendwas über Goran Trebić? Wer ist Goran Trebić? Dragan Trebić Sohn. Toller Ausblick. Fast schöner als im Wochenendhaus. Ist Ihr Mann öfter ohne Sie rausgefahren? Es war sein Rückzugsort. Goran war depressiv, aber behalten Sie es für sich, passt nicht zu einem Trebić. War er in Behandlung? Länger als wir verheiratet waren. Er hat gelernt, mit der Krankheit zu leben. Ich auch. Und gestern ging es ihm schlecht? Nein, ich glaube, er war verabredet. Verabredet? Mit wem? Ich weiß nicht, mit wem er sich getroffen hatte. Ich habe ihn auch nicht gefragt. Sie glauben nicht an Raubmord, oder? Ihr Schwiegervater scheint sehr davon überzeugt. Ja. Für ihn müssen die Dinge schnelle und leichte Lösungen haben. Goran hat als Controller bei ihm gearbeitet, richtig? Naja, er war eher Dragans privater Buchhalter. Und sonst? Privat? Eher zurückgezogen. Von mir braucht er die Krankheit nicht verstecken, vor anderen schon. Für die war er eh nur der Sohn von Dragan Trebić. Vor ein paar Monaten, da hat sich dieser Stipe Rief an den Rang geschmissen. Stipe Rief? Schreiberling von der Gazeta. Letztes Jahr kamen die Korruptionsgerüchte über den Verein auf, wegen Zagreb und dem ganzen Käse. Rief hat sich erhofft, dass Goran ihm da was liefert, wenn er einen auf Kumpel macht. Hätte Goran ihm was liefern können? Ist es eine ernst gemeinte Frage an Dragans Schwiegertochter? Ich suche nur danach, was ihm safe gelegen haben könnte. Wer hatte außer Goran die Kombi? Ich und Dragan. Ist ja sein Haus. Glauben Sie, der Mord hat etwas mit den Korruptionsgerüchten zu tun? Sie? Ich glaube, Dragan sollte besser nicht wissen, dass Sie hier waren. Ich weiß noch, als wir das Stadion eröffnet haben. 79, ja? Goran war noch so klein, so unschuldig. Ist zwischen den Funktionären zum Ball gelaufen, ohne Scheu. Bolzinstinkt. Ich hätte wirklich alle Hoffnung, die ein Vater haben kann. Ja. Begraben. Es sei denn, deine Leute popeln darum, diese Kommissarin Dings da. Kommissarin Maric, die Schwester von unserem Handballstar. Das ist die Schwester von Pavel Maric. Hat die keinen Mann abgekriegt, oder warum macht die so einen scheiß Job wie du? Die macht den Job ganz gut. Und sei nicht zu gut. Goran war gestern noch bei Grimanovic. Er meint, das stand kurz davor, zum Äußersten zu kommen. Insofern bin ich schon erleichtert. Schockiert dich das jetzt? Er war dein Sohn. Stefan, er war krank. Er war krank. Musik.
Where are you from? Murray. Ah, West Virginia. Where are you from? Split. Mordkommission. Stiepe Rief. Es war im Sommer, da habe ich Gott ein paar Mal getroffen wegen einer Story über den Verband. Wegen der Gerüchte über Schieben? Ja, aber er hat mir glaubwürdig versichert, dass es sonst nur Gerüchte sind. Glaubwürdig versichert? Wie denn? Dragan Trevic ist doch stolz der Fußballnation, da gibt's halt immer Neider. Die Gerüchte waren alle künstlich aufgeputscht. Klingt wie ein offizielles Statement. Bitte? Wann haben die denn das letzte Mal Goran Trevic kontaktiert? Vor 3 Monaten, im Juni. Und seither arbeiten sie nicht mehr an der Verbandsstory. War ja nichts dran. Falls ihnen noch was einfallen sollte. Was denn? Irgendwas, das nicht vom Verband diktiert ist. Wiedersehen, Herr Rief. Die Polizei war gerade bei mir. Der Typ will Journalist sein, hört auf zu recherchieren, weil der Sohn sagt, alles harmlos, Papa ist ein großer Mann und hat nur Neider. Der ist gekauft. Kommissarin Maric, haben Sie einen Moment? Eigentlich. Das ist nett. Sollten Sie im Fall Trevic auf, sagen wir, Ungereimtheiten stoßen, wenden Sie sich bitte damit ausschließlich an mich. Ich dachte, ich ermittle in einem Mordfall von nationalem Interesse. Da will Sie auch niemand dran hindern. Ganz im Gegenteil. Entschuldigung, worum geht's denn? Um alles, was nicht unmittelbar den Mord an Goran Trevic betrifft. Zum Beispiel? Das werden Sie dann schon wissen. Ich verlasse mich auf Sie. Schon da? Tatwaffe ist eine Springfield, älteres Modell. Springfield, liegt in jedem kroatischen Keller. Das Labor hat Gorans Smartphone gecheckt. Aus der Anrufliste wurde nichts gelöscht, aber vom internen Speicher. Süße kleine Mädchen. Ganze Ordnung voll. Was Neugieriges dabei? Nö. Hallo Mama. Na, aus Bratsch zurück. Was schön. Eingebrochen? Hast du schon die Polizei? Nein, Mama, ich bin Mordkommission. Nein, kann ich nicht. Es gibt keine Einbruchsspuren. Ihre Mutter konnte auch nicht feststellen, dass etwas fehlt. Also, woran hast du... Ich hab sofort gespürt. Gespürt? Ich schlage vor... Ihre Mutter schließt ab jetzt immer zweimal ab. Ich schließe immer zweimal ab. Sie brauchen gar nicht blöde Zwinker. Ich danke Ihnen. Ich denke, wir kommen jetzt dann klar. Ich lebe seit 40 Jahren in dieser Wohnung. Ich spüre sofort, wenn jemand da war. Ist Jan Schliwowitz noch da? Pavel ist in den USA und er hat genau wie du gar keine Schlüssel. Jetzt packst du erstmal deine Tasche aus. Und machst den Tee. Und wenn du merkst, dass was fehlt, dann rufst du mich nochmal an. Hm? Ich muss jetzt los, Mama. Ja? Wer spricht denn da? Gestern rief er mich plötzlich aus dem Büro an, er hätte Unterlagen für mich. Belege die Dragan über Nacht vom Stolz zur Schande der Nation befördern. Warum sollte Goran ihn die geben? Er wollte den Skandal. Das war seine Befreiung vom Übervater. Was glauben Sie, warum Goran depressiv war? Wir waren 5:30 verabredet im Wochenendhaus. Sie waren vorgestern im Wochenende? Ja. Nein, nicht wirklich. Als ich zur Auffahrt kam, neben Gorans Wagen, da stand eine schwarze S-Klasse. Ich bin dann zu Fuß über die Auffahrt und habe über die Terrasse geguckt. Dragan war bei ihm. Er hatte eine Waffe. Das haben Sie gesehen. Goran saß mit übereinandergeschlagenen Beinen auf dem Sofa und
Dragan stand direkt neben ihm und hat ihn zusammengebrüllt, mit der Waffe rumgefuchtelt. Ich habe Schiss gekriegt und bin dann zurück über die Auffahrt. Als ich am Wagen ankam, fiel ein Schuss. Ihnen ist klar, was Sie da sagen? Und Sie wären bereit, Ihre Aussage für den Staatsanwalt zu wiederholen und vor Gericht zu beeilen? Ich will Zeugenschutz, das volle Programm. Organisieren Sie das. Wir treffen uns morgen hier um dieselbe Zeit. Er kam so gegen vier. Wer? Hallo, Herr Trevitsch. Ihr Sohn, vorgestern Nachmittag, hatte ich Ihnen doch gesagt. Wann haben Sie ihm das gesagt? Worum geht's denn hier? Ihre Mitarbeiterin sagt, dass Ihr Sohn Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr an Ihrem Bürosafe war. Ja, und Goran hat immer um 15 Uhr die Abrechnung in den Safe gelegt. Vermutlich hat er es vergessen und kam nochmal her. Ja, möglich. Aber vielleicht hat er ja auch nichts reingelegt, sondern was rausgenommen. Was denn rausgenommen? Wann haben Sie Herrn Trevitsch darüber informiert? Als Goran wieder weg war. Herr Trevitsch kam 4:30, so wie jetzt. Danke, Frau Jukic. Wer ist dein Abteilungsleiter? Kommissarin Maric. Herr Trevitsch, haben Sie eine Waffe? Ja. Was für eine? Springfield. Wo verwahren Sie die? Das verstehe ich nicht. Die Waffe liegt immer da drin. Wer kannte denn außer Ihnen und Ihrem Sohn noch die Kombination? Niemand. Herr Trevitsch, sind Sie Ihrem Sohn vorgestern ins Wochenendhaus nachgefahren? Was soll denn das jetzt? Wo waren Sie vorgestern nach 16.30 Uhr? Verlassen Sie mein Büro! Herr Trevitsch! Raus! So schaut's aus. Kommissarin Maric. Sie glauben also wirklich, dass sein Vater seinen eigenen Sohn meuchelt? Ist der Zeuge wirklich glaubwürdig? Er kennt Tatortdetails. Er muss da gewesen sein. Eben. Er war zur Tatzeit am Tatort. Kann auch heißen, er hat Goran erschossen und schiebt es Trevitsch in die Schuhe. Die Aussage deckt sich leider damit, dass Goran am Bürosafe war und mit einem offenen Safe im Wochenendhaus. Jetzt wissen wir, was drin war. Es macht leider Sinn. Endlich! Vorhin war diese Kommissarspunze hier, hier in meinem Büro, belästigt meine Angestellten und entblödet sich nicht, nach meinem Alibi zu fragen. Es gibt einige Fragen zu klären. Was? Ich schlage vor, du kommst hier zu uns aufs Präsidium hier. Herr Bandler, ist das eine Vorladung? Es gibt einen Zeugen, Dragan. Was denn für einen Zeugen, Stefan? Sag mal, bist du bescheuert? Glaubst du, ich habe meinen Sohn erschossen? Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt zu uns kommst, ja? Ja, gut. Ich komme. Macht euch auf was gefasst. Die sind doch nicht mehr ganz dicht. Ich kann jetzt nicht essen gehen, Jasna. Ich muss aufs Präsidium. Ich komme mit. Schwarze Pasta mit Scampi, danach Himbeerparfait. Und wenn du dann noch Appetit hast, Nachtisch. Wenn er nicht in 10 Minuten hier ist, lasse ich ihn zur Fahndung ausschreiben. Kannst du ja schon mal abreißen. Wir haben nur die Aussage von Rief. Trevitsch hat gemauschelt. Tun die alle. Der eigene soll ihn ans Messer liefern. Ist ausgerastet. Peng. Das macht die Lebensleistung nicht kaputt. Für mich bleibt er immer eine Legende. Meinem Bett. Okay, was fehlt? Daher Gott nichts. Ach, Mama. Frau Maric. Branka? Branka! Springfield.
Spuren. Suizid. Wenigstens hat er sich selbst gerichtet. Tatsache ist, Goran Trevic wurde mit derselben Waffe erschossen. Das hat das Labor bestätigt. Es fehlen 2 Kugeln im Magazin. Was ist eigentlich mit dem Motiv? Diesen Belegen aus dem Safe hat Dragan Trevic sie vernichtet, oder? Es wird einen Untersuchungsausschuss geben. Das ist nicht mehr unser Bier. Der Trevic ist geschlossen. Ich werde mit dem Innensenator besprechen, wie wir das verträglich verkaufen. Bis dahin geht nichts raus. Nur aus Neugier. Wie verkauft man einen Mord am eigenen Sohn verträglich? Kein Mord. Affekt. Eine Familientragödie. Die Legende des Mannes, der mit seiner Tatkraft und Leidenschaft ein Vorbild für Generationen war, bleibt unzerstörbar. Wir können, dürfen ihm lediglich eine menschlich-tragische Facette hinzufügen. Kann ich Sie mal kurz sprechen? Warum nicht? Die Ungereimtheiten, mit denen ich nur zu Ihnen kommen sollte, betrafen die Korruption im Verband? Oder gibt es da noch etwas anderes, auf das ich stoßen könnte? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Im Übrigen stoßen Sie ab gar nichts mehr. Herr Trevic ist ad acta. Das entspricht dem, was die Beriff gesehen hat. Riff lügt.
gesehen hat. Alles verspiegelt. Todeszeitpunkt vor 18 Uhr, also Tag hell. Wenn Stiberev gelogen hat, dann ist Dragan Trevic unschuldig. Warum schießt er sich dann eine Kugel in den Kopf? Marke. Wonach riecht das? Lavendel. Branka. Branka, was ist denn? Bin ich so gefühlt? Nö. Sie konnten nicht gesehen haben, dass Goran die Beine übereinander hatte. Was? Die Beine übereinander, haben sie gesagt. War auch so. Aber sie kann es nicht gesehen haben, nicht von Interesse aus. Also entweder waren sie im Wochenende... Blödsinn. Oder jemand hat sie mit den Details angefüttert, damit das Märchen glaubhaft rüberkommt. Märchen? Den Dragan das erzählt? Nein, der ist tot. Was? Dragan Trevic hat sich eine Kugel in den Kopf gejagt. Wer hat sie für die Aussage bezahlt, Arish? Wir lassen ihn misslaufen. Boko? Wäre noch da? Kannst mal checken, wie der Therapeut von Goran Trevic heißt. Danke. Kroatiens Fußballlegende Dragan Trevic ist tot. Der 64-Jährige nahm sich gestern Nacht in Split das Leben. Trevic soll vergangenen Dienstag seinen Sohn bei einer familiären Auseinandersetzung im Affekt getötet haben. Und nun zum Wetter für morgen Freitag, den 4. Dragan hat sich umgebracht, er hat sich erschossen. Schmeckt's nicht? Doch. Köstlich. Kai, komm's. Ich hab... Hey, wir sind Freunde. Ich hab dich für den Verhungern bewahrt. So what? Weißt du, Malten? Ich kann kochen, ich kann segeln. Aber ich kann nicht fliegen. Dr. Krivanovic, Branka Maric, Mordkommissionsplatz. Sie waren sehr eng mit Dragan Trevic. Ich war seit 37 Jahren sein Verbandsarzt. Darum haben Sie auch seinen Sohn behandelt. War Goran
Roman wegen seiner Depression bei ihm? Ja, ich kannte ihn schon als Jungen. Ich stand der Familie sehr nah. Bitte. Am Dienstagnachmittag, da war er bei ihm. Warum? Routine oder? Er wollte seine Medikamente absetzen. Die Nebenwirkungen haben ihm massiv zugesetzt. Sie haben ihn medikamentiert? Entschuldigung, Sie sind Sportarzt. Aufgrund welcher Qualifikation? Er hat anderweitige Behandlung kategorisch abgelehnt. Goran oder sein Vater? Goran war mit allem einverstanden. Außer mit den Nebenwirkungen. Haben Sie am Dienstag die Medikamente abgesetzt? Nein. Ich habe ihm erklärt, dass es bei dieser Art von Medikation kein Zurück gibt. Dass er... Das Zeug samt Nebenwirkungen bis an sein Lebensende schlucken muss. Wird er das aufgenommen? Tja, nicht gut. Das habe ich dann auch seiner Gattin mitgeteilt. Jasna Drewitsch. Es gab ein Netzwerk. Das war lebenswichtig. Man musste ja immer damit rechnen, dass es zum Äußersten kommt. Ja, bricht immer noch. Das hatten wir doch schon alles. Er hat sich die Hände mit diesem Seifenspenderzeugs gewaschen. Da werden wir alles zählen. Die Fingerabdrücke im Wochenendhaus wurden auch damit abgewischt. Ja, und? Nicht mal. Also, ich riech nix. Eben. Wenn Goran sich die Hände gewaschen hätte, würden beide riechen. Ihm wurden Spuren an der rechten Hand abgewischt. Mit demselben Tuch oder Lappen, wie am Safe und an dem Gemälde. Schmauchspuren. Dragans Verbandsarzt pumpt Goran jahrzehntelang mit Psychopharmaka voll. Dienstagnachmittag erfährt er, dass er das Zeug nie mehr absetzen kann. Als er die Praxis verlässt, ist sein Zustand schlecht. Krivanovic ruft Jasna Trevic an. Zitat: Bei Gorans Krankheit muss man immer mit dem Äußersten rechnen. Goran fährt in den Verband, er geht an den Safe, aber er nimmt keine Belege raus. Er nimmt Dragans Waffe und fährt ins Wochenendhaus. Das war kein Mord. Goran Trevic hat sich mit der Waffe seines Vaters das Leben genommen. Suizid? Ja. Jetzt pass auf. Jemand findet Goran, nimmt ihm die Waffe aus der Hand, wischt die Schmauchspur ab, lässt die Waffe verschwinden und prompt ermitteln wir wegen Mord. Warum sollte sowas jemand tun? Weil er Dragan Trevic töten will. Er täuscht Mord an Goran vor und liefert uns Dragan als Täter. Ehe Dragan reagieren kann, erschießt er ihn mit der Waffe, die er Goran abgenommen hat. Dragans eigene Waffe und täuscht diesmal Suizid vor. Das war kein Mord. Das war kein Selbstmord. Entweder bist du genial oder du spinnst total. Genial. Okay. Du gehst zu Kovacic und der soll dafür sorgen, dass der Fall wieder aufgemacht wird. Ich habe nichts in der Hand, Emil. Eine abgewischte Schmauchspur ist kein Beweis. Und er hat Schmauchspuren an der Hand. Wenn wir inoffiziell ermitteln. Und du nicht genial bist. Danke. Aber wenn du genial bist und der Mord im Wochenendhaus vorgetäuscht ist, warum lassen die dann den Safe auf? Um uns zu suggerieren, dass es um Belege ging und uns auf eine falsche Fährte zu führen. Nur drei kannten den Code vom Safe. Goran, Dragan. Nee. Ich kann bis 13. Soll ich jetzt wieder auf dem Platz des Toten? Problem? Meine Mutter sagt, wenn du dich in einen Sarg legst, fällt irgendwann der Deckel zu. Ja, der fällt irgendwann bei jedem zu. Jasna Trevic, ja? Krivanovic alarmiert sie. Sie fährt ins Wochenendhaus und findet ihren toten Mann.
Und Rackezacke plant sie einfach so den Mord an ihrem Schwiegerdaddy. Jasna sagt, Dragan hat seinen Sohn verachtet, weil er Depressionen hatte. Stibriff hat es umgekehrt gesagt. Goran hatte Depressionen, weil sein Vater ihn verachtet hat. Ich glaube, in diesem Punkt sagt er ausnahmsweise die Wahrheit. Ja, aber... Dragan Trevic war schuld an Gorans Krankheit. Und damit für Jasna auch an seinem Suizid. Sie hat ihn geliebt. Das ist ihr Motiv. Was willst du? Du lebst. Und hast Schmauchspuren an der Hand. Das schaffen wir nicht alleine. Du kannst die Spusi nicht zu einer inoffiziellen Ermittlung heranziehen. Branka, wenn Bilic das erfährt, dann bist du deinen Job los. Rechts außen in dem Stamm, da steckt mein Dienstwaffenkaliber. Ich suche eine 9mm. Abgefeuert aus der Springfield von Trevic. Aus dem Limo-Fenster da. Aber aus der Springfield fehlten nur 2 Kugeln. Ja. Aber kann ja sein, dass eine nachgeladen wurde. Aber die Akte Trevic ist zu. Wie wär's mit einer Autogrammkarte von meinem Bruder Pavel? Wie wär's mit einer Karte fürs Halbfinale? Wenn du mir eine 9mm bringst. Okay, schön. Deal. Anka! Du sollst mal im Raubdezernat anrufen. Raubdezernat? Du hast das Raubdezernat angerufen. Die sind genauso indolent wie du. Er war an der Kommodenschublade. Sieht gar nicht durchwühlt aus. Ich habe eine feste Ordnung und die stimmt nicht mehr. Die Ordnung stimmt nicht mehr. Jetzt aber mal Schluss, Mama. Solange nichts fehlt. Fehlt ja was, das habe ich deinen Beamten schon erzählt. Das sind nicht meine Beamten, ich... Egal. Was fehlt? Die Korallenclips, die mir dein Vater geschenkt hat. Siehst du die Teile? Die hast du mir vermacht. Liegen bei mir. Marens Einsatzzeugnis? Das hast du weggeworfen. Wie fast alles aus Marins Kindheit, weil es dir zu weh tat. Ich wollte es haben, aber du hattest es weggeworfen. Das Strandfoto. Das Strandfoto? Ja, das mit dir und Marin am Strand, wie ein Liebespaar. War in der Schublade. Dann hast du es verlegt. Mama, keine Einbruchsspuren. Du schließt 2-mal ab. Keiner außer dir hat einen Schlüssel. Wie soll wer rein? Durch Schlüsselloch? Ein Dieb, der Fotos klaut und du steigerst dich in was rein. Du musst es ja wissen, Kommissarin Maric. Hättest du nur dein Medizinstudium zu Ende gemacht, dann wärst du jetzt so irgendetwas nütze. Darf ich Sie was fragen? Nur zu. Wo waren Sie vorgestern Abend? Dieser Stiepel rief bei mir. Hat mich mal wieder für die Gazette interviewt. Stiepel rief. Na klar. Wer sich für eine falsche Aussage kaufen lässt, der gibt auch ein Alibi. Wir sind alle käuflich. Aber mehr als 10% kann ich dafür Sie auch nicht runtergeben. Ihr Mann hat sich umgebracht, Frau Trevic. Nein, sein Vater war es. Er hat ihn gequält, misshandelt und gefoltert, das können Sie nicht glauben. Meinen Sie seelisch, oder? Finden Sie es raus. Ziehen Sie Fieber wieder aus, bevor Sie sich verlieben. Jasna Trevic, geboren Lesarovic, 93 in Split. 94 in der Händeauswahl zu Miss Kroatien. Modelt ein paar Jahre national. Das ist von einem Interview aus der Gazette. Hat übrigens den Brief gemacht. Wann war das? Vor 3 Jahren.
Was? So lange kennt sie den schon? Vera soll mal Goran auf Misshandlungsspuren untersuchen. Ältere Narben, schlecht verheilte Knochenbrüche, sowas. Jupp. Ich krieg eine Karte fürs Halbfinale. 9 mm? Ja, ja. Übrigens, ich sitze nicht gerne im Rang. Ich wüsste, wie du in die Promiloge kommst. Sag an, Branka, sag an. Ich melde mich später nochmal. 9 mm gefunden? Okay, du bist genial. Ist nur ein Indiz, kein belastbarer Beweis, so wenig wie eine abgewischte Schmachspur. Wir haben nichts in der Hand. Gar nichts. Solange das Diebe-Riff bei seiner Aussage bleibt, kommen wir nicht weiter. Checken wir doch seine Konten. Ungeklärte Zahlungseingänge. Falschaussage, Alibi. Muss eine Menge gekostet haben. Ich will Rief morgen früh auf dem Präsidium. Vorladung. Wir müssen ihm einhalten. Der Fall Trevic? Nee. Wieso? Herr Willis hat gesagt, der Fall ist ad acta. Dann ist's ja gut. Vielleicht solltest du ihn einweihen. Sobald ich irgendwas in der Hand habe. Wenn ihr euch rausziehen wollt, dann könnte ich recht verstehen. Frank, es geht hier nicht um uns. Hier geht's um deinen Kopf. Das warst du, oder? Du musst mir ein Alibi für den Namen geben. Du hast mich benutzt! Na, dann weißt du ja jetzt, wie sich sein... Es ist nicht ein Mordreit! Sag's ihm nur, wenn's dein Gewissen beruhigt. Sag ihm die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass ich dich vom ersten Moment an geliebt habe. Das musst du mir glauben. Zwischendurch, da landest du. Fehlt dir da nicht manchmal was? Ich meine, ich habe ein halbes Dutzend Flugbegleiterinnen. Statistisch 52 weibliche Packs unter 40 Profil. Eine schnelle Nummer nach der Landung muss ich nicht lange betteln. Wann stellen wir denn solche Fragen? Ach ja, wir sind ja so modern. Seit Mai war zu lang, Kai. Du hast mir gefehlt. Du könntest mitfliegen. Du könntest hier bleiben. Ich weiß, dass es lohnt zu warten.
morgen. Ich soll Fingerabdrücke nehmen. Wegen dem Einbruch. Danke. Hey, ist die Brief schon da? Ja. Bock hat seine Konten gecheckt. Keine Zahlung von Jasna, aber von Draga. 15.000 Kuna im Monat. Seit 3 Jahren. Ich hatte vor 3 Jahren ein Interview mit Jasna Drevic. Da habe ich Dragan kennengelernt. Er mochte meinen Stil und hat mir angeboten, seine Biografie zu schreiben. Und dafür hat er ihm 3 Jahre 15.000 Kuna monatlich gezahlt. Gibt es da einen Vertrag? Ja. Mündlich. Wozu dann Gorans Infoüberschiebung? Wollen Sie Dragans Biografie schreiben oder wollten Sie ihn kippen? Naja, das wäre abzuwägen gewesen. Als Journalist bin ich ja der Wahrheit verpflichtet. Das sagt der Richtige. Sie haben Dragan Trevic erpresst. Erpresst? Womit? Jasna Trevic wusste davon und hatte Ihnen einen Deal vorgeschlagen, die Sache zu bereinigen mit einer Falschaussage. Ich habe echt Fantasie. Wo waren Sie Mittwochabend? Mittwochabend. Ach ja, da war ich lange bei Jasna Trevic in der Wohnung. Interview. Herr Ries, mit jeder Lüge verstricken Sie sich mehr. Wie naiv sind Sie eigentlich? Wie geht es um Mord? Vorsätzlichen Mord. Wofür war die Zahlung? Was wollen Sie eigentlich von mir? Muss ich mir diesen bescheuerten Mist anhören? Haben Sie irgendeinen Grund, mich festzuhalten? Na dann. Denen Beihilfe zum Mord nicht den Kauf, um eine Erpressung zu vertuschen. Nee, der muss einen anderen Grund haben. Misshandlungsspuren habe ich nicht, aber starker Muskelschwund, Brustbildung und eine auffällige Rückbildung der Testikel. Willst du mal sehen? Nee, danke. Langzeitschäden, aber nicht durch Antidepressiva. Ich habe gerne Haaranalog als sein Blut gefunden. Synthetische Neurohormone? Damit behandelt man inoperative Prostatakarzinome, oder? Richtig. Ich habe gedacht, Krebs wäre vielleicht ein Suizidmotiv, aber Prostata ist schwer palliativ, war gesund. Trotzdem wurde er mit Testosteronspiegelsenkern zugeballert. Und dazu fällt mir nur eins ein. Gezielte Ausschaltung des Sexualtriebs. Was? In Polen machen sie das seit 2009 mit Kinderschändern so. Gerne Analoga sind dann Klassiker. Wollen sie bei uns auch einführen? Ich schätze mal, dein Schwarm hat was richtig Übles angestellt. Und dann hat man die Bombe entschärft. Herr Bilic? Goran wurde chemisch kastriert. War das die Ungereimtheit? Wer sagt das? Die pathologische Untersuchung. Wer hat die angeordnet? Ich habe die Ermittlungsakte Trevic geschlossen. Warum wurde Goran mit GNRH-Analoga behandelt? Herr Bilic, ich muss davon ausgehen, dass Sie mehr darüber wissen. Ich warne Sie. Gleichfalls sollten Sie mir Informationen vorenthalten. Sie gehen entschieden zu weit. Sie behindern eine polizeiliche Ermittlung. Sie sind ja völlig durchgeknallt. Auf Gorans Smartphone. Check mal, ob er die geschossen oder irgendwo runtergeladen hat und ob man die mit einer App nackig machen kann oder sowas. Und du endlich ins Archiv. Sexualdelikte an Kindern, die 20 Jahre zurückliegen. Kindesmissbrauch. Alle ungeklärten Fälle. Thank you.
Linda. Ich wollte... Warum haben Sie Goran Trevic kastriert? Das war eine familieninterne Angelegenheit. War er pädophil? Ich werde Ihnen keinerlei Auskünfte geben. Ich würde Sie dann bitten zu gehen. Kindesmissbrauch kann man nicht familienintern regeln. Auch nicht mit GNRH-Analoga. Ja? Was? Die Chefin ist ganz besessen davon, Trevic in den Dreck zu ziehen. Dragan war der kroatische Fußball. Den kriegt keiner kaputt. Wenn man will, kriegt man alles kaputt. Wem gehört deine Loyalität? Amaric oder dem kroatischen Fußball? Kreislaufkollaps. Aber EKG Scans okay. Sie ist zäh. Ich weiß. Weißt du, was dein Vater immer gesagt hat? Haare auf den Zähnen filtern die orale Schadstoffaufnahme und sorgen für ein langes Leben. Ja, das auch. Aber vor allem, wenn die ganze Welt zusammenbricht, ist Dana mein Dach über den Kopf. Bist du extra deswegen gekommen? Nicht ganz. Gibt es gravierende Zweifel im Fall Trevic, Branka? Warum bist du damit nicht zu mir gekommen? Der Mann, von dem ich den Job gelernt habe, hat gesagt, ein guter Polizist glaubt nicht, er weiß. Und was er weiß, hat er in der Hand. Ja, Branka, und du hast nichts in der Hand. Gar nichts. Bilic hat für morgen eine Dezernatsrunde angesetzt. Er will dir die Abteilung wegnehmen. Er hat die Ermittlung abgeschlossen. Du hast ohne Befugnis Goran Trevic obduzieren lassen. Bis morgen Mittag musst du irgendwas in der Hand haben, Branka. Sonst schießt Peter Stich ab. Eiskalt. Zu spät? Wenn ich helfen kann.
letzte Mal mit ihrem Mann geschlafen? Gute Frage. Vor 12 Jahren habe ich es das letzte Mal versucht. Sie haben ihn obduziert. Wussten Sie damals, woran es lag? Ja. Mein Schwiegervater hat mich aufgeklärt. Über Gorans Krankheit. Dass die Medikamente libidinöse Probleme verursachen. Muss man vornehm auszudrücken. Und Gorans Krankheit, das waren kleine Mädchen. Ja. Die großen Terror. Auf seinem Smartphone hatte er einen ganzen Ordner voll mit. Ach so. Ja. Ich wollte eins adoptieren, als ich gemerkt habe, dass es so nichts mehr wird mit mir. Ich war naiv. 14 Jahre lang ohne Liebesleben. Okay. Ich kann das nicht. Ich habe mich wacker um die Häuser gevögelt, immer wenn ich das Bedürfnis hatte. Bringst du es? Kommen Sie. Ich zeige Ihnen einen Porno. Der war 18. Verdammt süß, oder? Sowas von. Ich habe ihn damals total angehimmelt. Er war so unerschrocken, wild und trotzdem leicht, charmant und talentiert. Anbetungswürdig. Stopp. Ungefähr so sah er damals in der Zeitung aus. Ich war 14, 15. Ich habe ihn ausgeschnitten. Richtig exakt. So um die Knie rum und so. Er hing als perfekter Starschnitt über meinem Bett. Seinetwegen habe ich John Bon Jovi abgehängt. Als ich ihn kennenlernte, da war schon nicht mehr viel von ihm übrig. Aber anbetungswürdig. Wir waren immer gut miteinander. Wir waren immer füreinander da. Wir konnten über alles reden. Wir haben uns getröstet. Gewärmt. Das ist auch eine Form von Liebesleben. Mit dem Gedanken gespielt, ihn zu verlassen. Goran hätte Verständnis dafür gehabt. Er wollte immer nur das Beste für mich. So wie ein Bruder. Ich habe keinen Bruder. Eine falsche Aussage. Gibt ihnen ein Alibi. Er liebt sie. Nein. Er ist käuflich. Egal wie bezaubernd Goran war, er muss etwas Furchtbares getan haben. Und das wurde dann intern geregelt. Oder? Helfen Sie mir. Was ist vor 20 Jahren passiert? Thank you.
heute abgeschossen. Ich mache dir jetzt erstmal Frühstück. Wenn ich meinen Job heute verliere, heiratest du mich dann und machst mir drei Kinder? Was? Flieg weiter. Du bist ja noch ein bisschen blass um die Nase, hm? Einkaufen, ja? Ist dir schwummrig geworden? Ja. Auf einmal. Es ist mir plötzlich eingefallen. Hm? Was? Er hat den Schlüssel mitgenommen. Wer? Dein Bruder, Marin. Als er in den Krieg ist damals. Er hat seine Schlüssel mitgenommen. Es war ein Frühlingsnachmittag und er hat gedacht, er ist bald wieder da. Wie viele Jahre haben dein Vater und ich auf das Geräusch gewartet? Nachts wach gelegen und gebettelt, dass wir das Geräusch hören. Das vertraute Geräusch, dass unser Kind nach Hause kommt und unser Sohn zurück ist. Ich habe plötzlich gedacht, es war Marin. Er war in jedem Zimmer. Und dann hat er das Strandfoto mitgenommen. Das Foto von euch beiden. Er hat dich so geliebt. Warum ist er nicht zurückgekommen, Branka? Ich glaube, er hat... Er musste im Krieg Dinge tun, die... Ich denke, Marin... Viele ist vielleicht schwer zurückzukommen. Was? Weißt du? Im Mai da wäre ich fast ertrunken. Aber jemand hat mich gerettet. Er hat mich gerettet. Und ist wieder weggeschwommen. Jungs zusammengetreten. Die Familie des Opfers hat behauptet, dass Dragan Trevic das beauftragt hat. Ehe es zu Ermittlungen kommt, wird die Behauptung zurückgezogen. Gut. Trevic hat sie gekauft. Was hat das mit Goran zu tun? Ein Satz, genau. Pass auf. Die Schwester des Opfers gibt zu Protokoll, die Jungs haben gegrölt. Jetzt wirst du kastriert, du schwule Sau. Das war ja nicht das Schlimmste. Die Wirbelsäule. Die Hirnblutung. Jochbein. Kiefer. Vier Jungs mit Springerstiefeln haben sich richtig ausgetobt. Ach.
Die Zunge hat Slavko sich dabei auch abgebissen. Wenn Sie Fragen haben, nur auf Ja, Nein, weiß nicht oder an mich. Möchten Sie auch einen Teller Suppe? Nein, danke. Herr Dendritsch, kannten Sie Goran Trevic? Dragan ist tot, Slavko. Von ihm haben wir nichts mehr zu erwarten. Ich war ja damals gar nicht sicher, dass das überhaupt vor Gericht kommt. Und dann hat Dragan angeboten, uns finanziell zu unterstützen. Wenn Sie Ihre Aussage zurückziehen. Mein Bruder ist ein Pflegefall. Ich konnte ihn doch nicht im Stich lassen. Und dann natürlich auch nicht mehr arbeiten. Ja, ich habe mich kaufen lassen. Was hätte ich tun sollen? Ihn ins Heim geben? Slavko hat keinem Menschen je irgendwas getan. Er war nur verliebt in Goran. Und Goran in ihn. Dragan Trevic hat die beiden damals im Bett erwischt. Das war alles. Hast du was? Ja, Wut. Kommissarin Maric, Sie haben eine Obduktion an Goran Trevic veranlasst und sind in die Praxis seines Therapeuten. Sportarzt. Dr. Franjo Krivanovic hat keine therapeutische Befugnis. Tut hier nichts zur Sache. Es ist ein gravierender Missbrauch Ihrer Befugnisse. Missbrauch? Missbrauch ist, wenn ein Sportarzt einen gesunden, schwulen Mann mit Testosteronhämmern kastriert, weil sein homophober Vater ihn dafür bezahlt. Wer ist schwul? Goran Trevic war schwul. Wusstest du das? Ja, der Herr Bidet wusste das. Er war ja seit Jahrzehnten mit Trevic befreundet und hat ihm sicher so von Homophobiker zu Homophobiker versprochen, dass er es unterm Deckel hält. Für Herrn Bidet ist ein mordender Vater legendenverträglicher als ein schwuler Sohn. Ihre widerwärtigen Behauptungen helfen Ihnen nicht mehr. Widerwärtige Tatsachen. Auf Dr. Krivanovics Konten finden sich Zahlungen von Dragan Trevic. Seit 20 Jahren, so lange, wie er Goran GNRH-Analoga verpasst hat. Sie lenken ab. Kennen Sie den Fall Dendritsch? Slavko Dendritsch hatte vor 20 Jahren eine Liebesbeziehung mit Goran, weshalb ihn Dragan Trevic von seinen neofaschistischen Fanhorden zum Krüppel treten ließ. Ist das wahr? Und selbst wenn... Was hat das mit dem Mordfall Goran Trevic zu tun? Den gibt es nicht. Goran hat sich selbst erschossen. Im Gegensatz zu seinem Vater, der hat sich nicht selber in die Hölle geschickt. Das war Mord. Bitte? Was? Die Aussage des Tatzeugen ist die Beriffe eine Lüge. Er deckt den Täter, aber nicht mehr lang. Das ist eine ganz billige Masche. Sie wussten, dass Goran homosexuell war. Und damit haben Sie Dragan Trevic erpresst. Sag jedenfalls, Frau Trevic. Jasna, Sie sagt, die 15.000 monatlich waren Ihnen nicht mehr genug. Dragan wollte Sie auffliegen lassen. Es gab eine heftige Auseinandersetzung und kein Schwachsinn. Frau Trevic hat zugegeben, Sie gedeckt zu haben. Und hat Ihr Alibi für den Tatabend zurückgezogen. Mein Alibi? Ja, sie hat ihren Schwiegervater gehasst, aber sich in einen Mord reinziehen zu lassen. Das war ihr dann doch zu heiß. Das hat sie nie gesagt. Sie hat gesagt, sie kannte Sie von einem Interview vor 3 Jahren. Sie hat Ihnen damals vertrauliche Dinge erzählt. Und die haben Sie zu Gold gemacht. Das ist nicht wahr! Frau Trevic! Sie lügt. Warum sollte sie Ihnen einen Mord anhängen, ha? Weil sie mir nicht
nicht vergeben kann. Vergeben was denn? Jetzt erzählen Sie doch mal zur Abwechslung die Wahrheit. Sie stehen unter Mordverdacht. Und Sie haben ein Motiv und kein Alibi mehr. Am Abend, als Dragan starb, hatte ich Redaktionsmeeting. Da gibt's Dutzend Zeugen. Danke. Hey, stopp, ich hab den Namen verwechselt. Als Dragan starb, war ich bei Jasna Drewitsch. Auf allem war das Dutzend Zeugen, ne? Ihr habt mich verarscht. Sie am Anfang. Ja? Nein, der Trottel deckt sie immer noch, aber sie hat jetzt kein Alibi mehr. Gut. Frag ihn mal, wo sie sein könnte. Wissen Sie vielleicht, wo Frau Drewitsch ist? Leck mich. Nächste Frage. Handyortung ohne Antrag. Ich brauche die Frau, sonst bin ich aufgeschmissen. Alles klar. Falschaussage kann als Beihilfe zum Mord gehandelt werden. Ihre Zukunft und das Andenken an Dragan Drewitsch hängen jetzt eng zusammen. Gesagt, Jasna, du brauchst kein Kind. Du brauchst
ein Kerl, der dir Hals und Bauch wärmt. Mein schwuler, impotenter Gatte hat gesagt, finde den Mann deines Lebens. Und dann kam das Interview mit Stieberich. Stiebe war beides. Herz und Bauch. Wir hatten ein Liebesleben. 3 Jahre lang. Bis letzten Dienstag. Da haben sie rausgekriegt, dass Stieberich die 3 Jahre 15.000 Kuna monatlich von Dragan gekriegt hat. Damit er sie bei der Stange hält. Ironischerweise genau an dem Tag, als Goran rausbekommen hat, dass die Nebenwirkungen seiner Medikamente irreparable Schäden. Gorbanovic hat mich angerufen. Er hat gesagt, dass Goran weggehen will, dass er durchdreht und Alarm geschlagen. Seitdem habe ich zum Eisassen kommen hören. Suizid. Dass er sich outet. Naja, dann bin ich hierher. Er hat genau hier gesessen und hat sich Mut angetrunken. Ich habe gesagt, du wirst weggehen. Nimm mich mit. Goran, er hat gesagt, dass er das leider nicht kann. Er hat sich vor ihren Augen erschossen. Geht jetzt. Ersparen Sie sich das. Nichts beweisen. Ich brauche ihr Geständnis. Stiebe wird reden. Tut er nicht, er liebt sie. Ich brauche ihr Geständnis. Wozu? Damit die homophoben Säcke eins reinkriegen und Krivanovic eine Anklage wegen Körperverletzung bekommt. Damit Slavko Dindrich Entschädigung bekommt und Gerechtigkeit. Damit Split weiß, dass Dragan Trevic kein Vorbild der Nation, sondern ein nationales Arschloch war. Und damit eine nicht käufliche Polizistin ihren Posten als Leiterin der Mordkommission behält. Wenn sie sich erschießen, bleibt alles beim Alten, ja. Dann wird die Akte Trevic um eine Witwe ergänzt, die sich das Leben genommen hat. Kommt ein sauberer Deckel drauf, ich kann es nicht verhindern. Sie schon. Sie haben all die Jahre über nicht für Goran geschrien, Jasna. Tun Sie es jetzt. Zur Spurensicherung. Die deckt sich mit dem Geständnis von Frau Trevic. Sie hat mit der Waffe in der Hand ihres Schwiegervaters eine zweite Kugel abgefeuert, um Schmauchspuren an seiner Hand zu evozieren. Ja, gute Arbeit. Ja, gute Arbeit. Ob und was davon an die Medien geht, werde ich urteilen mit dem Innensenator. Nee. Ist schon raus. Unverträglich und en Detail. Auch ihr Angebot hat sie begriffen. Was denn für ein Angebot? Herr Bilic verhindert eine Anklage wegen Falschaussage, wenn Herr Rief dafür Jasna Trevic Aussagen über Gorans Homosexualität und Kastration als Verleumdung einer frustrierten und frigiden Witwe bestätigt. Schönen Gruß von Herrn Rief. Er geht lieber in den Knast. Das ist eine absurde Unterstellung. Ich hatte nie Kontakt zu Rief. Thank you.
Falls es Sie interessieren sollte, Internatsleiter Bilic geht Ende des Monats auf eigenen Wunsch in den wohlverdienten Ruhestand. Yes! Franka, kann ich dich mal kurz... Und? Promiloge ist gebucht. Super. Drei Prints. Die von deiner Mutter, einer von der USA-Postkarte, mein Bruder Pavel, und die von einer dritten Person. Der Verwandte, der alte Fotos mobst. Danke, Marco. Immer wieder gerne. Tschüss, Branka. Tschüss.